Nächste EU-Sanktionen gegen Russland, gegen Kohleimporte, Schifffahrt und Straßentransport. Als ersten Versuch, Moskaus Energieexporte einzudämmen, schlug die Europäische Kommission am Dienstag, 5. April, eine Reihe umfassender neuer Sanktionen gegen Russland vor, darunter ein Verbot von Kohleimporten. Der Vorschlag wird von den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten bei einem für Mittwoch geplanten Treffen geprüft und kommt inmitten von Aufrufen, die russische Energie wegen der Befürchtungen zu reduzieren, dass sie die laufende Invasion in der Ukraine finanzieren. Wir müssen an diesem kritischen Punkt den größtmöglichen Druck ausüben, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Ankündigung des Vorschlags für die 5. Sanktionsrunde. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission würde das Kohleverbot die russischen Kassen mit jährlich 4 Milliarden Euro belasten. Ein solches Verbot hatte die EU-Exekutive im Januar vorgeschlagen, stieß aber vor allem auf Widerstand aus Deutschland, dem EU-Land, das am stärksten von russischer Kohle abhängig ist. Die EU hat bereits 4 Sanktionsrunden genehmigt, darunter das Einfrieren von Vermögenswerten der russischen Zentralbank, mit neuen Maßnahmen, die den Handel mit Russland weiter lähmen sollen. Die 4 Sanktionspakete haben hart getroffen und die politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Kreml eingeschränkt. Wir sehen greifbare Ergebnisse, aber angesichts der Ereignisse müssen wir unseren Druck natürlich weiter erhöhen, sagte von der Leyen. Wir werden sie breiter und schärfer machen, damit sie noch tiefer in die russische Wirtschaft eingreifen, fügte sie hinzu. Dem neuen Vorschlag zufolge wird das 5. Paket verhindern, dass russische Schiffe und Lastwagen in die EU gelangen, mit Ausnahme von Öl, Gas, Lebensmitteln und Medikamenten. EU-Beamte haben jedoch wiederholt auf Schwierigkeiten bei der Verhängung von Sanktionen hingewiesen, wie in diesem Fall, wenn es schwierig sein kann, die Herkunft eines Frachtschiffs zu ermitteln. Dieser Teil des Vorschlags soll auch ein Verbot für russische und weißrussische Straßentransportunternehmen beinhalten, das die Möglichkeiten der russischen Industrie, wichtige Güter zu beschaffen, drastisch einschränken soll. Der Vorschlag beinhaltet auch ein Verbot von Technologieexporten nach Russland im Wert von weiteren 10 Milliarden Euro pro Jahr, darunter Quantencomputer und fortschrittliche Halbleiter, Technologie für LNG-Gas und andere Elektro- und Transportausrüstung. Zusätzlich zu allen bestehenden Sanktionen im Finanzsektor würde die EU auch alle Transaktionen mit der VTB und 3 russischen Banken verbieten, die bereits vom SWIFT-Nachrichtensystem ausgeschlossen wurden. Die 4 Banken, die jetzt von den Märkten abgeschnitten sind, repräsentieren 23% des Marktanteils im russischen Bankensektor. Importverbote für Holz, Zement, Gummi und Chemikalien aus Russland sowie hochwertige Lebensmittel wie Kaviar und Spirituosen wie Wodka stehen ebenfalls auf der Liste, die sich auf etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr belaufen würde. Es verbietet auch die Teilnahme russischer Unternehmen an öffentlichen Beschaffungsverträgen der EU und wird weitere Personen, darunter Oligarchen und Politiker, auf die Sanktionsliste der EU setzen. Wir arbeiten an zusätzlichen Sanktionen, auch für Ölimporte, und wir denken über einige Ideen nach, die von den Mitgliedstaaten vorgelegt wurden, wie Steuern oder bestimmte Zahlungswege wie ein Treuhandkonto, sagte von der Leyen. Ölimporte könnten laut EU-Diplomaten Teil eines 6. Sanktionspakets sein, für das am Mittwoch bei einem Treffen der Botschafter der EU-Mitgliedstaaten zur Erörterung des aktuellen Vorschlags auch die Basis vorbereitet werden könnte.